Schattenstein kann ich jetzt meine Skulpturen vollenden. Ja. Nehmt. Ihr verdient einen guten Lohn. Yeah, abgeschlossen. Super, 10 Schattensteine übergeben. Arkad, Spalter, was? Arkad, Spalter, Auftrag erfüllt. Was für ein Spalter haben wir erhalten? Moment. Von irgendwem war das jetzt eine Waffe, ne? Ja. Nein. Nein. Dann von ihm. Ach so. Agarz. Spalter. 2015. Der ist jetzt schon besser als das. Geil, den nehmen wir. Stimmt, das ist die Klinge, die ich dann eine lange Zeit immer tragen werde jetzt. So. Wollen wir nicht langsam mal ein bisschen die Waffen aufrüsten? Also bei Elko und Eilish braucht ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung haben, dass ich da groß Waffen wechsle. Es tut mir leid, aber das werde ich nicht wirklich. Ich werde sie vielleicht kurz im Kampf mal zeigen, aber das war's dann auch. Hallo! Ja, ja, wir wollen alle Waffen aufrüsten. Fangen wir hier an. So, machen wir hier weiter. So, haben wir hier fertig. Jetzt machen wir erstmal das hier. Ne, schmeiß mal hier rein. Und hier machen wir das rein. Beutejäger würde ich natürlich auch aufrüsten. Allerdings könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so gut wird. So, hier haben wir alles ausgerüstet. Gut. Hier haben wir alles ausgerüstet. Ihn müssen wir jetzt noch ausrüsten. Also ich weiß gar nicht, wieso seine Waffen so schlecht sind eigentlich. Also beziehungsweise warum sie so schlecht aufgerüstet werden. Ich kann mir das bis jetzt nicht erklären und ich werde mir das vermutlich nie erklären können. Und Eilish hat mal auch alles. Sie hat ja bloß 3. Huch! Einmal zu viel, das ist gelb gedrückt. So, Waffen aufgerüstet. Geld natürlich gleich stark dezimiert. Oh ja, in Anführungszeichen stark. So, ich würde noch eine Prüfung von Buki schnell mitnehmen. Die Zeit haben wir jetzt in dieser Folge. Die nehme ich mir jetzt einfach. So, bereitet euch auf Moos Prüfung vor. Ja, 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 ja. Prüfung Nummer 3. Eigentlich würde ich gern komplett durchraschen hier. Moos Prüfung, Beginn der dritten Aufgabe. Das sind ja 5 Prüfungen. Oh. Guck mal, wir können nochmal in Schattenreich. Wir können nochmal dann Geld holen. Ich will übrigens gern Asylas dabei haben. Komm, mein Freund, ich brauche deine Dienste. Ich finde das echt schön, wie der Wolf dann plötzlich da so aus diesem Licht hinaushüpft oder erscheint. Ich liebe kleine Wölfe. Wölfe sind sehr schöne Tiere. Es gibt nur nur die Tiger, die ich mehr liebe als die Wölfe. Ich muss hier schnell drauf hauen, weil er sich ja beschleunigt hat. Mir fällt auch gerade auf, ich sollte vielleicht mal die Tastenbelegung ein bisschen verändern. Denn vielleicht sollte ich die stärkeren Tinkturen und die stärkeren Heildings da eventuell ins Sortiment oben mit reinnehmen. Na, mach mal. Hui! Hatte ich übrigens überlegt bei der Waffe, ob wir da nicht auch das drauf machen, wie bei Eilish Königstab. Also ich meine das hier, wo die FP wieder sich auffüllen. Aua, 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 schnell. Er ist gleich weg, komm schon. Mäuschen, ja. Nein, er hat überlebt. Oh nein. Was haben wir denn das hier eigentlich jetzt? Würdest du mal jetzt, danke. Ach, das hat uns gleich... Gut, Moment. Ganz schnell. Heilender Balsam. Und das sollte reichen. Und das dann. So, nochmal das. Schreien die Götter vor Angst. Warum auch immer die Götter schreien oder die Himmel. Keine Ahnung, was genau sie sagt.
Ich höre nicht ganz so deutlich hin, wie ich es vielleicht sollte. Eine Runde Clownrausch nochmal. Also hier kriegt er von Buki wesentlich mehr Fähigkeiten zu sehen als von allen anderen auf einmal. Aber ihr könnt euch sicher auch vorstellen, warum. Denn mit, wenn wir hier verlieren, dann müssen wir nämlich ganz von vorne wieder bei dieser Prüfung. Also nicht direkt von Prüfung 1 wieder anfangen, aber wir müssen in Prüfung 3 wieder von ganz vorne anfangen. Schaffen wir es noch bis rüber? Nein. Schade. Oh, jetzt kurz mal ausweichen. Danke, mein Wolf. So, Kugel ist gleich. Auftrag aktualisiert. Halt, da. Wo unser Freund verschwand, tauchte die Truhe auf. Die Ägypter lieben uns, was? 1000 Gulden. So, natürlich werde ich erst einmal abbrechen, nochmal kurz hinausgehen. Mich wieder komplett regenerieren. Erstmal gucken, was habe ich gerade gekriegt. Ich habe gerade ehrlich gesagt null aufgepasst, was wir gerade gekriegt haben. Halt, da lang. Was haben wir gekriegt? Ich weiß es nicht. Aber wir werden jetzt mal schnell das vielleicht auf die 3 legen. Nein. Das werde ich auf die 4 legen. So, und dann werden wir mal kurz sortieren. Liste sortieren, damit sich das unten ein bisschen ordnet. Ach ja, und was wollte ich noch? Den Schimmerwein wollte ich noch trinken. So. Natürlich, bereite dich auf Moosprüfung vor. Das werden wir natürlich tun. Dann werden wir noch das Katzentotem wegschaffen, das eine, was wir gefunden haben. Wenn wir dann mit Moosprüfung fertig sind. Jetzt kommen die bösen Tierchen. Ich hasse die bösen Tierchen. Mein wilder Freund, ich brauche deine Dienste, hat sie gesagt. Ich habe mich genau gerade dazwischen gequatscht. Also, jetzt kommen die ganzen Bösen. Also ab dieser Runde wird es wirklich gemeingefährlich. Weil guck mal, wie viel der uns mit einem Mal abzieht. Und er lässt uns keine Kombo durchführen. Das lassen ja die wenigsten Gegner, wenn man alleine ist. Deswegen einfach drauf dröschen, gerade auch, weil er sich regeneriert immer plus 50. Das, was noch human ist. Muss man schon mal sagen, es ist human, dass er nur 50 regeneriert. Das ist, gibt auch Gegner später, die regenerieren 100. Gefunden. So, mal schnell noch jetzt hier schlucken, denn es wird noch böser natürlich. Sind es 3? Wir werden jetzt mal versuchen, dass das trifft. Allerdings bezweifle ich. Doch, es trifft alle 3. Cool. Trifft sie auch alle zurück, was ich noch toller finde. So, Wirbelwind. Also es bringt hier nicht wirklich viel, wenn ich jetzt hier einfach nur drauf haue. Ja, kommt ran, kommt ran, kommt ran. Ja. Einer ist weg. Also ich glaube, dafür hätte ich das vielleicht doch drauf schmeißen müssen, dass er die FP kriegt. Oh, Schwein gehabt, sonst hätte er uns jetzt echt nochmal erwischt. Ich bin auch ein bisschen konzentrierter, wie ihr merkt. Einfach, weil ich wirklich hier gewinnen möchte. Und ich nicht viele Chancen habe. Also schon, ich kann das immer wieder machen. Aber ich selber bin zu ehrgeizig, als dass ich hier tausendmal das Gleiche machen will. Man muss halt gucken, dass man in etwa genau dann, wenn er das Schild wegmacht, dass man dann zuschlägt. Was echt schwierig ist. Und dann musst du auch noch nah genug ran, um dann selber zu treffen. Ja, Weilord Edelstein. Pum. Jetzt kommt das Böse. Diese hier. Jetzt benutzen wir gleich mal das heftige Drachenfeuer. Denn diese Schlange
denn diese Schlange ist böse. Wir werden uns übrigens die Feinde danach gleich nochmal angucken, denn wir haben ja hier durch den Weilord auch mal ein bisschen was dazu gesehen. Ihr seht. Ihr seht, es ist echt grauenvoll. Echt grauenvoll, was hier gerade abgeht. Wir müssen zuerst diese Schlange aber klein kriegen. Denn die kann uns noch richtig eklig böse werden. Ja. Gleich noch auf die nächsten Paare abziehen. Denn sie kann sogar. Erschreckenderweise kann sie nämlich echt noch. Ah. Kriegsfahrt. Was ist ein Kriegsfahrt? Okay, nein. Brauchen wir nicht. Nein, es ist so, die Schlange kann nämlich noch so ein Vieh, so ein Weilord, erschaffen, der uns Schaden macht. Wenn wir ihn aber besiegen, bringt das gar nichts. Weil sie gleich wieder den nächsten beschwören kann. Und das ist echt mordsmäßig Horror. Also diese Schlange hat mich schon einige Male in die Knie gezwungen, muss ich sagen. So. Jetzt. Also wir müssen wirklich stur bleiben und hier einfach draufhauen und komm schon. Wir müssen jetzt nochmal mit Wirbelwind. Sollte ja eigentlich jetzt helfen. Erst den ein paar Mal. 85 bringt uns das übrigens an Erfahrungspunkte. Ich habe auch keinen Schimmer, ob die draußen die Erfahrungspunkte auch kriegen. Das werden wir wohl hier danach dann erfahren. Ob denn irgendeiner Level aufgestiegen ist im Endeffekt. Aber ich weiß, wir haben die vierte Prüfung bestanden. Eine haben wir noch vor uns. Und die wird auch nicht viel leichter. Und die wird jetzt... 2000 Gulden. Nee, wir machen... zick. Also jetzt nicht zick oder so, aber wir gehen nachher nochmal rein. Wir müssen uns erst wieder heilen. Wir haben auch einiges jetzt an Tränken eingebüßt, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht so toll. Wir haben jetzt wieder 4630. Können uns schon wieder eine Waffe holen. So, besteht die fünfte Prüfung und damit die letzte. Wir haben, wie ihr seht, einiges neu. Farixlor, Kriegswirt. Das ist der, den wir gerade erledigt haben. Wir hatten nämlich den einen, hatten wir ja schon vorher, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Also, Kriegswirt. Angriffe, Nahkampf, Fähigkeiten, immun gegen magische Zustände, Betäubung, kann Schilde durchbrechen, in der Lage, sich zu regenerieren und Gegner zu betäuben. Tipps, verwendet Fernangriffe oder Überraschungsangriffe mit sofortigem Rückzug. Ein direkter Angriff wäre Selbstmord. Ja, habt ihr gerade gesehen. So, Meister der Täuschung, das ist diese Schlange, die ich meinte. Angriffe, Magie, Fähigkeiten, gegen sämtliche magische Zustände immun, in der Lage, Gegner zu betäuben und wird Illusionen zu beschwören. Das meine ich. Das ist ekelhaft. Tipps, verwendet Nahkampfangriffe. Ja, weil denn dann kann sie nicht mit ekelhaftem Zeug um sich spucken. So, alle F4-Einspieler. Nee, davon haben wir zu wenig. Alle Spieler, Einspieler. Brauchen wir nicht. Was ist das? Alle Spieler, nein. Einspieler. Und ein Fertigkeitsbalsam brauchen wir eigentlich nicht hierfür. Jetzt muss ich überlegen, was schmeiße ich denn da oben noch mit rein? Machen wir das auf die 4. Und das Schimmergetränk auf die 3. Und dann sortieren wir unten wieder hin nach Herzenslust. So, ich hasse nämlich die Pluszahl hier übrigens auch. So, auf geht's. Probieren wir. Bereitet euch auf Moosprüfung vor. Es sollte die letzte sein. Danach sollten wir die Prüfung bestanden haben. Beginn der letzten Aufgabe. Beginn der letzten Aufgabe. Das klingt immer so schön. So, zuerst mein... Aua. Das war gerade im falschen Moment gestartet. Tut mir leid, wenn euch das auch gerade total die Ohren weggebombt hat. So, Wirbelwind zuerst. Also, ich werde gleich mit meinen Fähigkeiten draufdreschen. Hier, sie, seht ihr das? Sie hat es beschworen. Wenn wir sie besiegen, verschwindet die Illusion. Wir haben ihr schon zu viel Zeit gelassen, die Illusion zu beschwören. Mist. Ich höre auch gerade nur ein komisches Brummen auf den Ohren. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, ehrlich gesagt gerade. So. Hydrenhaut haben wir, die erste. Illusion sollte eigentlich verschwinden. Nein. Huki!
hoch konzentriert beim Battle. Boah, wir verbrauchen jetzt schon so mega viel von dem ganzen von den ganzen Getränken und allem. Wie sieht denn das dann in den nächsten Kämpfen jetzt noch aus? Ich glaube, es sind wieder 3 Kämpfe, nämlich die man bestreiten muss. Seht ihr, er verschwindet. Der nächste Kampf geht gleich los. Ihr seht dort einen größeren in der Mitte. Der ist hässlich. So, wir wollen den Geisterwind jetzt mal haben. Denn jetzt, spätestens jetzt brauche ich ihn. Also, meine Lieben, von ihr habt ihr jetzt so gut wie alles gesehen. Das Einzige, was ihr noch nicht gesehen habt, kriegt ihr auch noch zu sehen. Keine Sorge. Ist auch gleich in... Kriegsfahrt, einmal bitte. Tun, was keiner vor euch tat. Das ist cool. Wir müssen den nämlich jetzt gerade mal ein bisschen absondern. Ihr seht, er übrigens regeneriert echt viel auf einmal. Er ist der mit den 100, den ich sagte. Also, jetzt habt ihr von ihr auf jeden Fall erstmal alle Fähigkeiten gesehen. Wir müssen den auf jeden Fall als erstes fertig machen. So. Es sollte ein bisschen leichter werden. Sagte sie, und wird bestimmt gleich sterben. Solange mein Wölfchen den hinter mir beschäftigt, was ich hoffe, kann ich mich dem hier nämlich zuwenden. So, ganz kurz. Oh, ein Trank. Supi. Da. Wir haben ja 48 bloß, also das ist echt wenig eigentlich. Aber ich will nicht meckern, es ist besser als nichts. Und es ist wirklich besser als nichts. Also wir haben hinterher noch mehr zu lesen an Gegnern. Die Folgen werden jetzt mega lang. Die letzte und jetzt die hier auch. Die werden mega lang. Wo ist der letzte Kampf? Schluss. Da ist er. Der Geisterwind wirkt nicht mehr, habe ich mir gerade aufgefallen. Große Ehre, der große Adler wacht über uns. Was? Ach, was für eine große Ehre, hat sie, glaube ich, gesagt, ne? Es bringt übrigens nichts, auf den loszugehen, warum ich das auch immer wieder gerade mache. Vielleicht, weil ich es nicht lernen werde. So, diese ist, glaube ich, auch wieder eine andere Schlange als die erste, die wir hatten. Könnten wir dann jetzt bitte... Machen wir es nochmal. Die hält auch echt viel aus, diese Schlange. Also, ich spiele gerade eine Stunde und ich... Kann sein, dass ich zwischendrin irgendwo ein Cutscene gemacht habe, vielleicht während der Kämpfe. Yeah! Wuhu! Ich weiß nicht, ob ich den anderen jetzt noch Backpack machen muss. Nein, er ist automatisch. Yeah! Nächstes Level! Wir haben es jetzt geschafft. Was bekommen wir für all unsere Mühen? Das Katzentotem! Wir haben Moos Aufgabe also erledigt. Jetzt muss ich kurz gucken. Es ist auch als erledigt. Ja, haben wir erledigt. So, wir haben gar nicht mehr viel jetzt zu tun. Wir haben jetzt noch kurz hier Meister der Täuschung. Kriegsfürst, der Wirt. Nahkampf, immun gegen Betäubung. In der Lage, Schilde zu durchbrechen, sich zu regenerieren und Gegner zu betäuben. Haben wir einen Fernangriff oder Überraschung? Ja, da steht eigentlich das Gleiche. Und Gift-Hydra, Angriff Laseraugen. Laseraugen.
in der Lage, Verbündete zu stärken und Kugeln des Schattens zu beschwören. Immun gegen alle magischen Zustände, außer Regeneration, Verstärkung, Schutz. Tipps, verwendet Nahkampfangriffe auf extrem kurze Distanz. So, Levelaufstieg für die Dame. Gebe ich ihr in Kraft hinein. Ich möchte irgendwie, dass sie stärker ist. Sie ist schon Level 16. Ja, die anderen leveln mit. So, der lieben Eilish gehen wir mal eins endlich mal auf Kraft wieder. Und noch eins auf Gesundheit. Ich möchte sie ein bisschen gesünder haben. Und dann müsste ja der liebe Tal, genau, eins da rein. Und eins da rein. So. Jetzt haben wir zwei Katzentotems. Jetzt müssten wir eigentlich für sie alle haben. So, ihr Lieben, damit haben wir es. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt noch spielen werde und wo ich überall Cutscenes mache, aber ich werde jetzt mal speichern. Das ist jetzt ganz wichtig, werde ich jetzt auf jeden Fall tun. Da haben wir gestartet, also werde ich hier drüber speichern.